Hallo ihr Lieben, mein Name ist Nicole und heute habe ich wieder ein kleines Schätzchen aus Frankreich für euch, und zwar die My Little Box. Sie ist doch immer wieder was ganz Besonderes, denn sie ist ganz individuell und speziell gestaltet und sie enthält nicht nur Beauty-Produkte, sondern auch zwei Lifestyle-Produkte. Wir schauen jetzt einfach mal, was sich in diesem Monat in der Box versteckt, und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Mir das gute Stück mal auf. Und hier habt ihr jetzt den ersten Blick in die Box. Meistens ist immer so ein Aufkleber im Deckel und da steht Out of Office und ein Schwimmreifen ist zu sehen. Und der Schwimmreifen lacht uns auch hier auf der Karte nochmal an. Die nehme ich jetzt als erstes einmal raus. Und da sehen wir eine Frau sich sonnend, vielleicht am Strand oder See, unterm Sonnenschirm, mit einer Tasche und einem Buch. Und manchmal verraten diese Karten bei der My Little Box auch so ein bisschen, was in der Box drin sein könnte. Also vielleicht ist in diesem Monat ein Buch drin oder eine Sonnenbrille. Aber eine Sonnenbrille hatten wir ja erst vor kurzem. Vielleicht ein aufblasbarer Schwimmreifen. Oder vielleicht eine Art Handtuch oder sowas. Das wäre natürlich richtig cool. Und ja, hier hinten ist auch ein kleines bisschen Text und da steht Premiere Plage de l'été. L'été heißt irgendwas mit Sommer. Premiere. Der Rest, keine Ahnung. Mein Französisch ist nicht so gut. Wir lesen einfach mal weiter. Du breitest bunte Rechtecke im Sand aus, denn Strandtücher sind wie friedliche Inseln. Dort, wo die Fantasie hohe Wellen schlägt und die Sonne Körper vergoldet, werden die ersten Seiten deines Sommers geschrieben. Wir malen uns schon lebhaft deine Geschichten über Meerwasser, Sand und Abenteuer unter Wasser aus. Willst du uns von deinen ersten Kapitel berichten? Schick uns doch einfach dein liebstes Sommerfoto, wirklich erzähl uns alles auf Instagram mit dem Hashtag mylittlebox.de. Wir können es kaum erwarten. My Little Box, das erste Kapitel deines Sommers am Strand. Ah, das ist die Übersetzung anscheinend. Première plage de l'été, das erste Kapitel deines Sommers am Strand. Gut, dann werden wir mal gucken, wie sich denn das Kapitel so gestaltet. Und ja, in diesem Monat ist hier irgendwie gar keine Box in der Box. Normalerweise sind da mal so schöne Boxen, die man auch super weiterverwenden kann. In diesem Monat leider nicht, aber wir haben hier schon mal etwas Stoffiges verbunden mit einem Band. Und dann ist hier ein kleiner Flyer dran, La Baigneuse. Baigneuse, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Hier hinten steht drauf, für Badenixen auf diesem Futtertuch kannst du dich stilecht in der Sonne räkeln. Es hält lästige Strandkörner von deinem Strandoutfit fern und setzt deinen Look gekonnt in Szene. Also ein Strandtuch. Und von der Optik erinnert es mich schon mal sehr stark an die Karte, die wir hier zu Beginn hatten. Hier haben wir so ein gestreiftes Muster und das wiederholt sich jetzt hier. Hier ist auch das Label quasi, My Little Box drauf. Es hat schöne Fransen. Ist ansonsten, fühlt es sich so nach Leinenstoff an. Die Farben sind jetzt nicht ganz so meins. Ich stehe da nicht so auf dieses Beige. Aber so zum Drauflegen sicherlich okay. Wobei ich sagen muss, es fühlt sich sehr dünn an. Also ich weiß nicht, ob ich es wirklich dafür hernehme, um mich draufzulegen. Das werde ich vielleicht mal ausprobieren. Zum Not packe ich mir da einfach noch eine andere Decke drunter, weil so ist es schon eigentlich ganz stylisch. Ich weiß nicht, was sagt ihr denn? Wie findet ihr das Muster, die Streifen, die Farben? Schreibt mir das einfach sehr gerne in die Kommentare. Dann haben wir hier dieses süße Beauty Bag mit ganz vielen verschiedenen Produkten drin. Und ja, das ist aus Kunststoff, vielleicht sogar wasserfest, also könnte man das vielleicht sogar ganz gut mit an den Strand nehmen. Und wir gucken jetzt einfach mal, was wir hier so alles Schönes drin haben. Und das erste ist von La Roche-Posay, ein Lipika Gel Lavant
ein Soothing Protective Shower Gel, also ein Duschgel. Das ist okay. Duschgele verbraucht man doch immer mal gut auf und von La Roche-Posay hatte ich noch keines. Ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, wie hoch da der Wert von dem Produkt sein wird, aber das blende ich euch wie gewohnt immer einfach ein. Ich mache jetzt hier diese Schutzfolie einmal ab, damit ich mal dran schnuppern kann. Quietsch. Ja, es ist ein sehr frischer Duft, aquatisch auf alle Fälle, der gefällt mir gut und den werde ich auf alle Fälle nutzen. Und jetzt schauen wir direkt weiter, was das nächste ist. Hier ist auf alle Fälle noch ein Kärtchen mit drin. Und das ist hier in so einer Seitentasche und schaut aus, als wenn es ein Handy wäre. Ja, hier vorne ist wie so ein Bildschirm vom Handy. Summer is calling, der Sommer ruft an. Was steht hier? In dieser Push-Tasche, übersetze ich es jetzt einfach mal, ist Platz für alle deine Essentials für den perfekten Tag am Strand. Dabei ist sie sogar wasserfest. Na, das hatte ich ja schon geahnt und erhofft. Und touchfähig, sodass du dein Smartphone vor Wasserspritzern und Sandkörnchen schützt und trotzdem entspannt Nachrichten tippen kannst. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also wenn man jetzt hier das Handy reinmacht, dann soll man tatsächlich noch das Handy bedienen können. Das werde ich auf alle Fälle ausprobieren. Aber jetzt geht es mit den Produkten weiter. Und da haben wir hier einen ziemlich großen Pöttich. Und das ist von My Little Beauty selbst, der Eigenmarke von der My Little Box. Und zwar ein Körperpeeling Sandy Shore. In diesem Tiegel polynesischer Sand, Meersalzkristalle, Entschuldigung, Tiareeblumen und Algenöle, um sanft abgestorbene Hautschüppchen zu entfernen. Für eine sommerweiche, glatte Haut einfach während des Duschens anwenden. Fühlt ihr schon die warme Sommerbrise? Na, das klingt vielversprechend. Es ist noch verschweißt. Ich mache mal ein kleines Eckchen auf. Das riecht sehr pflegend, hochwertig, blumig. Ich würde meinen Rose oder so. Also so sieht das Peeling aus. Ja, sehr gut. Peelings sind relativ selten so in Boxen drin, finde ich, im Vergleich zu anderen Geschichten. Und deswegen freue ich mich über dieses Schätzchen sehr. Das wird auf alle Fälle genutzt. Als nächstes haben wir hier ein kleines etwas. Belief in True Aqua Bomb Sleeping Mask. Eine Maske, die man über Nacht drauf lässt. So ein ganz kleines Pöttich ist das. Das wird für ein, zwei Anwendungen reichen, denke ich. Und Look and Seal in Explosive Hydration Overnight. Yes. Intensely moisturize for a dewy glow. Also es soll viel Feuchtigkeit spenden und eine schöne Ausstrahlung geben. Einen Glow geben, ist natürlich dermatologisch getestet und hier sind jetzt 10 Milliliter drin. Ich werde es ausprobieren und werde euch berichten. Mal gucken, was das nächste ist. Da haben wir jetzt hier so ein süßes Schächtelchen im Style wie auch die Karte zu Beginn. Ganz niedlich gemacht und das meinte ich am Anfang, das ist alles sehr individuell gestaltet. Hier haben wir noch einen kleinen Sticker drauf mit einer Frau im Schwimmreifen. Richtig niedlich. Ich werde mal versuchen, den hier vorsichtig abzubekommen, aber das sch scheint schwierig zu sein. So, ich habe es jetzt einfach aufgerissen und wenn man es aufklappt, sieht das Ganze so aus. Prendre la vague. Ich habe auch wieder keine Ahnung, was das bedeutet. Und das ist ein Spiegel. Ein kleiner süßer Spiegel. Den kann man sich vielleicht ganz gut in
diese schöne Tasche packen, sodass man am Strand immer mal ein Blickchen hineinwerfen kann. Ja, finde ich gut. Hier steht noch was auf Französisch drin. Ich werde in diesem Monat einfach euch mal die Übersetzungen hier einblenden, denn das Arrivier à bon port, erreiche eine schöne Port, keine Ahnung. Wie gesagt, ich übersetze es euch dann im Nachgang. Und jetzt haben wir noch ein letztes Produkt in diesem Täschchen und dann ist sie auch schon leer. Und das ist etwas dekorative Kosmetik. Darüber freue ich mich sehr. Und die Farbe spricht mich auch schon mal sehr an. Wir haben hier von Art Deco ein Hydra Lip Booster. Ein feuchtigkeitsspendendes Lipgloss. Brillant, hydratant. Ja, steht hier eine Nummer mit drauf. Ich spicke mal. 3 ml sind drin. Aber ich sehe keine Farbbezeichnung. Das tut mir leid. Aber ich zeige es euch jetzt einfach mal vom Nahen. Das ist so ein schöner Bärenton. Wir haben hier so ein ganz normales Füßchen dran. Okay. Also es ist auf kein der Kindergloss, sondern ein sehr dezenter, ja, fast ein Hauch von nichts, wenn man ihn sachte aufträgt, aber sehr schön. Für den Strand vielleicht sogar ganz gut geeignet, da tut man sich eh nicht so zu kleistern. Riechen tut er fast gar nicht, so ein bisschen süßlich vielleicht. Ja, er riecht süß, angenehm süß und den werde ich auf alle Fälle nutzen. Ihr Lieben, ich kann wie immer den Gesamtwert dieser Box nicht so ganz einschätzen, zumal halt auch Produkte drin sind, die man so nicht direkt im Internet findet, vielleicht vergleichbare Produkte. Aber gerade hier auch bei den My Little Beauty Produkten ist es schwierig. Es gibt zwar eine Shop-Seite, wo man die My Little Beauty Produkte kaufen kann, teilweise auch nachkaufen kann, aber meistens sind das Produkte, die schon etwas länger her in den Boxen drin waren und nicht die aktuellen neuen. Ich werde einfach Vergleichswerte raussuchen, sodass man dann vielleicht in etwa einen Gesamtwert der Box erahnen kann und den blende ich euch jetzt hier ein. Insgesamt bin ich sehr zufrieden, möchte aber noch eine Sache anmerken. Ich habe mittlerweile gelesen, dass anscheinend im letzten Jahr im Monat Juli ziemlich identische, wenn nicht sogar gleiche Produkte drin waren. Ich habe keine Ahnung, ich habe die Box noch nicht so lange abonniert. Ich muss aber sagen, mir gefallen hier alle Produkte und wenn sich da tatsächlich ein, zwei im nächsten Jahr von wiederholen würden, wäre ich nicht traurig, denn ich bin wirklich zufrieden mit dem Inhalt in diesem Monat und mir gefällt sie sehr gut. Ja, jetzt seht ihr hier noch ein bisschen mein Kater, der möchte auch noch Hallo sagen. Ja, also das nur kurz am Rande erwähnt. Damit darf ich auch schon vielen lieben Dank fürs Zusehen sagen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr hier gerne meinen Kanal kostenfrei abonnieren. Damit verpasst ihr keine Videos mehr. Und wenn ihr Lust habt, ich blende euch hier mal zwei Videovorschläge ein. Klickt da gerne mal rein, ich würde mich freuen. Damit sage ich Tschüss und alles Liebe, eure Nicole.